So, fackeln gar nicht lange. Nach diesem letzten Skandal wieder mal, der zu einer Niederlage geführt hat, dürfen wir wieder ran. Beziehungsweise, oh, der war schön. Darf Northampton wieder ran, diesmal in Bury. Und Northampton. Was lässt sich sagen? Die letzten zwei Spiele gingen beide verloren. Die letzten zwei Ligaspiele zumindest. Und da sollte man sich jetzt auf jeden Fall Gedanken machen, ob und wie man das umstrukturiert bzw. verbessert. De Montagnac kommt leider nicht an den Ball. Beziehungsweise erst im zweiten Nachsetzen auch nicht. Ach komm. Komm bitte. So jetzt. Also Northampton. Auf jeden Fall die letzten zwei Spiele verloren und das sieht nicht gut aus. Also sie sind immer noch ziemlich weit oben dabei mit 12 aus 18 möglichen Punkten. Aber ganz klar, das kann nicht der Trend und nicht die Absicht der Northamptoner hier sein, in so einem oberen Mittelfeld rumzudümpeln. Die Wiese ist ganz klar der Aufstieg mit so einer individuellen Klasse, die sie ja eigentlich haben, gar keine Frage. Kann das Ziel eigentlich auch nicht viel anderes sein. Meisterschaft wäre doch ein bisschen hochgegriffen, dafür ist die Liga dann doch ein bisschen zu unberechenbar. Ah, schön gedacht von De Montagnac, aber leider O'Donovan vorne. Nee, keine Ahnung, irgendwer vorne hat auf jeden Fall nicht bis nach ganz vorne gereicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer den Pass verkorkst hat. Und Hornby hat schön aufgepasst. Keine Hektik. Und keine Hektik, habe ich gesagt. Eieieiei. Aber was der Torwart macht, weiß auch nur er selber. Das war ja grauenhaft. So, Loni spielt nach vorne. Widdowson und ab geht's. Widdowson, mehrere Möglichkeiten. Spielt auf Loni. Eieieiei. Gefährlich. Brandgefährlich. Also Bury schwimmt in den ersten Minuten. Aber wie jedes Mal ist die Northamptoner Anfangsphase die starke und am Ende flacht es immer mehr ab. Wird immer schwächer. Zumindest in den letzten zwei Spielen war es so. Und darauf wird auf jeden Fall aufzupassen sein. Also der Anfang, da kann man gegen Northampton nichts ausrichten. Da braucht man auch nicht so viel Eckball. Ich glaube, der war abgefälscht, ja. Brauchen wir auch nicht so viel diskutieren. Da kann man höchstens mit Glück oder durch Standard ein Tor schießen. Aber auch nicht viel mehr. Na komm. Wer will die Kirsche? Wer will die Kirsche? Wer will die Kirsche? Und Widdowson wollte die Kirsche. Nichols darf ran. War aber ein bisschen zu aggressiv, verliert den Ball, weil auch keiner mitgegangen ist, auf den er hätte spielen können. Da war er ein bisschen vorschnell. Aber gut, Loni. Loni auf Nichols. Nichols durch. Nichols durch. Dann ist Schnittig. Dann ist Schnittig. Dann ist Schnittig. Und was das war, weiß ich nicht. Ich glaube, da wurde auch gehalten. Da hätte man auch ganz klein Elfmeter pfeifen können. Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall die erste riesige Chance für Northampton. Der Lupferweil ist schön gedacht. Aber so ein Nichols ist halt eben kein Raoul, Zinedine Zidane oder sonst wer. Ist halt eben nur Nichols in der englischen vierten Liga. Heißt, es kann funktionieren, aber muss nicht unbedingt. Aber Northampton wieder. Die sind jetzt bissig. Aus den letzten zwei Niederlagen, die wollen was reißen. Das merkt man ganz klar. Und es sieht bisher auch gut aus. Carter wird ein bisschen abgedrängt. Uiuiui! Da hat er einfach mal draufgezogen. Ob er das selber wollte, weiß ich gar nicht. Hat er einfach mal draufgezogen und der war gefährlich. Also damit musste man als Torwart auf jeden Fall rechnen. Weiter geht's. Loni darf ran, der ja heute noch nicht so viel gezeigt hat. Loni! Loni ist durch! Loni ist durch! Und das war ein Foul. Da hätte man pfeifen müssen. Der nächste Elfmeter, um den Northampton betrogen wird. Also wer so brachial im Strafraum umgedrescht wird. Sorry. Da kann doch irgendwas nicht passen. Aber gut. Muss man jetzt mit leben. Eine gute Mannschaft kann auch mit Schiedsrichterbetrug gewinnen. Na, es ist ja nicht Betrug. Es war halt einfach, zumindest in meinen Augen, eine klare Fehlentscheidung. Ich weiß ja, was passiert ist. Ich habe ja gesehen, dass ich da irgendwie krass gehalten wurde. Und das geht also nicht. Nichols. Nichols! Damit hat der Torwart anscheinend nicht gerechnet. Und der, da ist er ziemlich geschwommen. Eieiei. Nächster Versuch. Aber diesmal auf der anderen Seite. Bury darf ran. Und der Torwart locker weg. Jetzt vielleicht nicht gerade in so einen Distanzschuss laufen lassen. Nein, das sieht gar nicht so gut aus. Das ist immer schlimm, dieses Gesockse da in der
Abseits, jawohl. In der Abwehr von Northampton hieß es irgendwer den Ball, aber irgendwie kriegt den Ball ja doch keiner. Und irgendwie geht auch keiner effektiv drauf. Also es gilt ganz klar, Verbesserungen in der Abwehrstruktur vorzunehmen, beziehungsweise durch Transfers dazu zu kaufen oder wie man möchte. Das kann so nicht weitergehen. Und bis es soweit ist, muss man halt dann doch mal versuchen, vorne die Tore zu schießen. Was heute noch nicht so gut aussah. Halbzeit, das wäre diesmal was Neues. Die letzten Spiele war es ja so, dass... die letzten zwei Loni-Spiele war es auf jeden Fall so, dass es mit dem 1-0 in die Halbzeit ging und dann am Ende halt 1-2 ausging. Heute mal was anderes. Nichols ist da. Was nicht heißt, dass jetzt ein 1-0 irgendwie scheiße wäre. Also gar keine Frage. Sind die eigentlich behindert? Ich erinnere ans letzte Spiel. Ich hatte einen Vorteil für eine halbe Millisekunde. Der war weg. Ich habe Ball verloren und der von dem Vorteil hast du nie wieder was gehört, ja? Und die hier erstmal, ja, erstmal so 5 Minuten Vorteil. Und dann schießen den Ball weg und Vorteil ist jetzt abgelaufen. Also was fällt dann unter die Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen, behindert. Tut mir fast leid, aber sorry not sorry. Also tut mir eigentlich nicht leid. Ja, genau, aber trotzdem. War nicht umgerempelt. Komm, Halbzeit. Hat keiner gesehen, mach weg. Merkt er selber, oder? Ja, weiter geht's. Sowas pisst dann doch irgendwie so ein bisschen an. Also wenn ich jetzt ein Tor schieße, werde ich positiv ausrasten. So einfach Schiedsrichter in your motherfucking face, du Pisser. Ich glaube, die KI ist von Natur aus gegen mich. Aber zumindest die Schiri-KI. Die Spieler-KI teilweise auch, aber nicht so extrem. Und Bury darf wieder ran. Komm jetzt, komm. Ball weg, ganz wichtig, den Ball jetzt zu klären. Oi. Es raucht oder es brennt eigentlich schon. Es brennt ganz gewaltig hinten drin. Abseits, jawohl, gut gepfiffen, Herr Schiedsrichter. Super. War auch wieder eine Fehlentscheidung. Hätte man ruhig Abschuss geben können, aber nein. Abseits, wichtiger. Der Typ ist nicht mal in den Ball gekommen. Der war 10 Meter vom Ball weg, aber abseits. Es bringt irgendwie nichts, sich drüber aufzuregen, aber es geht nicht anders, weil sowas, es pisst einfach nur an. So, bitte. Ach komm, dann halt nicht. Spiel halt nicht in die Mitte zu dem, wo ich spielen wollte. Genau, ist doch egal. Dafür kriegt Northampton jetzt nicht die Kugel, sondern Bury darf ran. Nächster Versuch, nächste Chance. Aber gut geklärt von der Abwehr. Also gleich den Konter nachsetzen. Ganz wichtig jetzt. O'Donovan spielt auf sich selber. Hat gedacht, da geht jemand mit. Dem war dann am Ende leider nicht so. Und er geht noch. Der geht noch. O'Donovan, bist du behindert? Geh auf den scheiß Ball, du Pisser. Loni. Schießt seinen Gegenspieler an. Ich glaube, der wäre ziemlich gut gekommen. Ich glaube auch nicht, dass man den hätte halten können, wenn der Torwart es denn versucht hätte. Und jetzt ist Bury in so einer totalen Schwimmphase. Und das muss jetzt Northampton, gar keine Frage, das muss Northampton jetzt hundertprozentig ausnutzen. De Montignac. Geht durch die Flanke, kommt rein, wer ist da? Hackett, aber der ist leider ins Ausgegangen. Es gibt Abschluss. Super, Bury hat auf dem Trikot den Sponsor Bury. Das will ich auch mal als Hashtag Kreativität werten, meine Damen und Herren. Wie gesagt, merkst du selber, ne? Es war abseits, ja. Dass er nicht abseits gepfiffen hat, ein Wunder. Ein Wunder der modernen Technik, dass da irgendwie erkannt wurde, nee, da ist ja gar nicht an den Ball gekommen, muss man nicht abseits pfeifen. Okay, das war gerempelt, das ist kein Muss, aber es ist ein Kann-Freistoß. Weißt du, jetzt, ich wollte den Ball grätschen, ja? Und der KI sagt, nee, du wolltest flanken, wegen Flanken wir mal. Der Ball war lange noch nicht bei dir, aber du hast X gerückt, wegen eine Flanke. Eine scheiß Mutter ist eine scheiß Flanke. So. Nee, das, was soll denn das? Und los geht's. De Montignac auf Sturmkurs. De Montignac auf Sturmkurs. Lässt sich aufhalten. Ich wollte sagen, lässt sich nicht aufhalten. Das hat sich aber auch schon erledigt. Major gegen Collins wird jetzt ein Außenduell, das der Northamptoner gewinnen kann. Beide Mannschaften haben noch die Aussichten auf einen Sieg. Oder haben auch, beziehungsweise haben auch die realistischen Aussichten auf einen Sieg. Also, jede Mannschaft hätte es verdient, hier 1-0 in Führung zu gehen. Und Loni darf jetzt. Loni gibt sich jetzt die Ehre. Und sein Mitspieler O'Donovan kann da leider die Kugel nicht holen. Aber Loni ist da. Und Loni
kann nicht einschieben, das gibt's ja nicht. Torwart in letzter Sekunde oder im letzten Winkelbereich noch irgendwie rangekommen, das ist ja, das, nee. Nee, komm. Das kannst du, das ist nie mehr schnittig, das kannst du nie mehr essen. Das ist keine Sahneschnitte mehr. Na komm, jetzt geht doch mal auf den Ball. Wenn die so tanzen, dann muss man es bestrafen, genau. Und los geht's. Und nein, es geht nicht los. Es war zwar schön gedacht, seinem Gegenspieler irgendwie wegzulaufen, aber nein, das war abseits. Es war kein, es war, ja dann pfeif doch bitte direkt, du scheiß Fick, Idiot, Pisser, Schiedsrichter. Schiedsrichter ist die größte Beleidigung von Menschen ab jetzt. Aber wenn ich jemanden komplett abfacken will, sage ich, hey du Schiedsrichter, sind wir uns da einig? Wir sind uns da einig, Dankeschön. Oh Mann. Und Snetka. Snetka. Doch, Snetka darf wieder. Und nächster Versuch. Northampton, es ist ja nicht schlecht. Es ist ja super, was sie machen. Aber am Ende sieht es halt einfach nicht mehr so gut aus. 10 Minuten noch. Loni, an den Ball ist er nicht gekommen. Das hätte man... Naja, gut, Rückpass ist ein bisschen übertrieben. Es war... Also er wurde von einem Bury-Spieler abgefälscht. Aber es war halt... Es war kein bewusster Rückpass. Deswegen keine künstliche Aufregung jetzt. Alles fair. Keinen Grund hier so rumzuschreien. Dummes Publikum. Ich wollte erst sagen, liebes Publikum, aber nein. Kein Grund rumzuschreiben, du schrunzblödes Publikum. Und es geht wieder nach vorne. Loni. Loni auf O'Donovan. Schön gedacht, es gibt locker den Freistoß. Das war ein ganz klares Foulspiel. Jetzt war ein ganz klares Foulspiel, das geahndet werden muss. So, Loni, mehrere Anspielmöglichkeiten. Loni auf O'Donovan. Und er ist noch. Und Deegan. Und Deegan, der haut ja drauf wie sonst was. Wollte in den Winkel unhaltbar versenken und hat unhaltbar neben das Tor gesetzt, den Ball. Es war auf jeden Fall eine interessante Variante von Loni, die er da gebracht hat. Einfach mal Kurzpass spielen, warum auch nicht? Und wieder nachsetzen. Bury viel zu viel Geplänkel hinten rum, das kann man, das muss einfach bestraft werden. Es hätte schon das ganze Spiel lang bestraft werden müssen, aber Northampton hat es einfach nicht auf Kette, genau, noch schön Zeit stehen, nur was. Northampton hat sich einfach mal schön Zeit gelassen. Nächster Versuch. Na komm, das gibt's ja nicht. Es ist aber auch ziemlich viel Pech dabei heute, muss man auch ganz ehrlich sagen. Abgesehen von diesen Schiedsrichter-Dingern, die man einfach... Das, also wenn ich jetzt sagen würde, Schiedsrichter-Debakel, wäre es eine Beleidigung fürs Wort Debakel, ehrlich gesagt. Genau, Cameron ist durch, klares Abseits. Nächster Versuch. Amankwa. Oh, Amankwa, aber den hat er noch. Keine Sorge, Collins. Auf Langmead. Die Frage ist, pfeift er zur Halbzeit oder nicht? Pfeift er halt das Spielende oder nicht? Loni auf dem Montignac. Genau jetzt, wo ich vorne bin. Was soll denn so eine Scheiße? Ganz ehrlich. Das ist einfach nur KI-Beschiss. Mann! Tabelle. Northampton auf Platz 6. Naja. Wollen wir mal hoffen, dass es gegen Morecambe besser läuft. Mein Name ist Loni und wir sehen uns das nächste Mal wieder.